Hallo und willkommen zurück zu Torment Tides of Numenera. Wir sind... What the fuck? Ich habe jetzt geladen und jetzt ist nicht nur der weg, sondern die anderen sind auch verschwunden. Vielleicht, wenn ich raus und wieder reingehe. Da ist jetzt nebenher noch so ein Ding aufgetaucht. Ah, vielleicht können wir uns damit jetzt direkt runter teleportieren, damit wir nicht jedes Mal so lange laufen müssen. Es kann natürlich sein, dass die jetzt irgendwo da in dem Gebäude sind. Da ist auf einmal noch jemand aufgetaucht. Dieser Leichnam ist mitleidserregend auf die Seite gerollt, als ob er einen weiteren Tritt in die Rippen erwarten würde. Seine Augen sind rot vor Angst davor, was ihm zugestoßen ist, aufgerissen. Achso, sind vor Angst davor, was ihm zugestoßen ist, aufgerissen. Wer auch immer diese Person im Leben war, sie ist nun nicht mehr wiederzuerkennen. Die Kombinationen aus Hungertod, Schlägen und Folter haben alles mit Ausnahme der Augen unkenntlich gemacht. Am Mittelfinger der rechten Hand ist eine Vertiefung zu erkennen, die einst einen Ring trug, der jedoch ebenfalls verschwunden ist. Durchsuche die Taschen des Leichnams. Du findest lediglich einen lieblich zusammengefalteten Papierfetzen mit der Nummer 4135. Und dem Namen Najma. Durchsuche erneut die Taschen des Leichnams. Schließe die Augen des Leichnams. Mit zwei Fingern ziehst du seine Augenlider vorsichtig und schließt seinen vor Schrecken aufgerissenen Mund. Na, ah, jetzt stehen sie hier. Okay. Verlassene Schüssel, verfaulte Früchte, Weihrauch und andere Seltsamkeiten füllen den Flur. Andenken, die zur Ehrung der Toten gebracht wurden. Die brauchen aber das Geld nicht mehr. Ein Kandiro. Bonusschaden pro Aufwandsstufe. Und Bonusschaden pro Aufwandsstufe bla, auf unbewegte, unbewaffnete Angriffe. Ein Trainingslevel in Ausdauer, in Fertigkeit heilen. Na, ist egal, alles nehmen. So. Achso, wir konnten noch die Beschreibung uns angucken. Wenn dieser zappelnde Aal ans Handgelenk gehalten wird, gräbt er sich unter die Haut und setzt ein hochwirksames Mittel frei, das die Muskeln im Nahkampf stärkt. Ist ja super. Kuriosität. Dieses andersweltliche Juwel ist ist anders als alles, was du bisher gesehen hast. Mit so kleinen Einschnitten, dass sie unmöglich gezählt werden können. Tausende Namen bewegen sich über die Oberfläche dieser Kugel. Es gibt keine Hinweise, wie sie alle gestorben sind, wenn man davon ausgeht, dass es ist, was die Namen bedeuten. Dieses Glas ist mit Asche gefüllt. Mehr Asche, als von nur einem Menschenkörper stammen könnte. Dieses Glas fühlt sich warm an und vibriert leicht. Ein Wispern aus Stimmen flüstert gelegentlich aus diesem Glas. Diese Lichter, in sich selbst biegend und brechend, mussten hergebracht worden sein, um jemand Eichtiges zu ehren. Eichtiges? Wichtiges vielleicht, aber Eichtiges... Die Namen sind aber mit der Zeit abgenutzt. Die Name des Eichtigen. Diese riesige Höhle klafft hinter der Plattform. Eine scheinbar unendliche Zahl an wabenartiger Räumen strecken sich bis hinter deiner Sichtweite. Mit dem haben wir, glaube ich, schon geredet. Das kann ich wirklich
für dich unsere Erlösung tun. Leb wohl. Utwag. Leb wohl. Narf. Ich schätze, ich sollte dafür dankbar sein, also danke. Könnt ihr mir von euch erzählen? Ich bin ein Entdecker und Schurke, der mieseste Schurke, dem du je begegnet bist. Damit meine ich, dass, egal welche Schurkerei ich auch plane, es den Leuten am Ende hilft. Er spuckt aus. Gesegnet mein Arsch. Wie seid ihr hergekommen? Er lehnt sich vor und flüstert ihr zu. Das ist alles Utwaks Schuld. Der vergottverdammte Weltverbesserer kann einfach nicht aus seiner Haut. Wir waren auf einer Queste, wie es nannte, nach einem sagenhaften Bindfaden oder so etwas. Ich sehe natürlich die große Chance, ihm endlich um die Ecke zu bringen. Da stoßen wir auf dieses Hundemonster. Ich werf also ein paar Steine auf das Vieh, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber Utwag will nicht kämpfen und nicht flüchten. Nee, stattdessen beruhigt er das Vieh und lässt es in Frieden. Also habe ich es später nochmal probiert und Utwag einen Hang runtergestoßen, als die Gelegenheit günstig war. Aber wie es mein Segen so wollte, verlor ich das Gleichgewicht und purzelte mit ihm in die Tiefe. Und der Idiot Jenkins natürlich sofort hinterher, um zu helfen. Er schnaubt. Und so kamen wir in das Tal hier. Als uns die Memorialisten um Hilfe baten, sahen wir alle darin eine Gelegenheit, Jenkins um zu helfen. Utwag, um seinem Pfad zu folgen oder so ein Quatsch. Und ich, um Utwag endlich um die Ecke zu bringen. Er schüttelt traurig den Kopf. Und dann haben uns diese Kultisten erwischt, bevor ich noch was in der Richtung unternehmen. Aha. Schon der dritte Fehler hier. Ich sage dir, ich habe einfach kein Glück. Wer sind eure Begleiter? Der Rothaarige dort, das ist Utwag Loss. Seine Leise fügt er hinzu. Seit gut 12 Jahren versuche ich bereits, ihn zu töten. Er schaut auf eine der Leichen am Boden und sagt mit bemüht neutraler Stimme, der hier hieß Jenkins, der Unglücksrabe. Er hat stets allen geholfen, die sich helfen ließen, er seufzt. Du siehst ja, was es ihm gebracht hat. Vielleicht hätte ich den retten können, wenn ich nicht gerastet hätte am Anfang. Ich habe ja einmal gerastet, weil ich nicht wusste, dass das Rasten bedeutet. Habt ihr von einem toten Mädchen namens Choi gehört? Er lacht böse. Sehe ich aus wie ein Memorialist? Fragt gefälligst jemand anderen. Leb wohl. Okay, bevor wir das Terminal benutzen und da in diese Räume gehen, werde ich mal... Diese grünen Lichter sind Teil der ursprünglichen Architektur, in die Wand selbst eingebaut. Gehen wir mal raus. Ich schreibe gerade noch mal was auf. So. Okay. So, dann nutzen wir das hier mal. Die schwebende Dunkelheit vor dir ähnelt ein wenig dem Streben sterbenden Minim, das du vorher gesehen hast. Nur, dass diese noch fester verschlossen ist. Sie ist wie eine schwarze, nicht erblühte Rose zusammengerollt, als würde sie nach etwas suchen, das sie zum Leben erweckt. Du musst plötzlich reflexartig würgen, etwas taumelt in deiner Brust, etwas in deinem Körper reagiert auf das Minim und versucht herauszukommen. Untersuche den Riss im Raum. Je länger du das Minim betrachtest, desto mehr erscheint es dir wie eine unbestäubte Blume. Es ist inaktiv und auf der Suche nach etwas, das es lebendig macht. Doch was? Tritt näher heran, vertreibe was auch immer versucht, deinen Körper zu verlassen. Sobald du deinen Mund öffnest, strömt eine glatte, schwarze Wolke heraus, die deine Lunge beinahe vollständig leert. Es sind die schwarzen Tupfen des sterbenden Minims, doch sie haben sich in deinen Körper irgendwie verändert. Die Wolke schwebt auf das... Ach, das war ja, weil ich es eingeatmet hatte, da unten das Schwarze. Die Wolke schwebt auf das Minim zu.
An den Stellen, wo es berührt wird, wird das Minim diffuser, weniger ein Gerinnsel als eine Wolke, und weitet sich aus und entfaltet sich, bis seine dunkle Mitte offengelegt ist. In dessen Mitte pulsiert ein rotes Licht und eine angenehme Wärme trägt das Echo von Geräuschen, die du nicht um dich herum hörst. Doch der schwarze Schlamm wird weiterhin aus deinen Lungen gespien. Du kannst ihn nicht kontrollieren, wirkst immer mehr davon aus, bis schließlich, als du das Gefühl hast, ohnmächtig zu werden, der Rest deiner Zunge passiert. Du fühlst dich schwächer, doch wenigstens ist es jetzt nicht mehr in deinem Körper. Versuche, in den Raum zu gehen. Du betrittst die warme, rote Dunkelheit und sie verschlingt dich und verwandelt sich zu Rauch und Funken. Du treibst und wirbelst durch eine schwarze Leere und du schwebst in Richtung eines anderen Fleckens flimmenden Rotz. Dann bist du plötzlich woanders. Ja, das war ja abzusehen. Habt ihr euch um die Kultisten gekümmert? Je länger es dauert, desto mehr mache ich mir Sorgen um uns alle. Er hält sich die Hand vor die Augen. Es tut mir leid, ich sollte euch nicht drängen. Wie kann ich euch helfen? Was? Einer eurer Leute wurde gefangen genommen? Einer von euren... Okay. Hä? Dann war Talira also erfolgreich? Oh Freude, die Erleichterung auf seinem Gesicht ist greifbar. Sein Ausdruck verwandelt sich in Sorge. Leider kenne ich den Zugangscode nicht. Talira sagte, wenn ihr etwas geschehen sollte, dann sollen wir nach dem Namen des Ceturel-Prinzen suchen. Doch ich weiß nicht, was das bedeutet. Vielleicht begreift ihr die Erkenntnisse besser. Weiß ihr etwas über ein totes Mädchen namens Choi? Nein, den Namen habe ich noch nie gehört. Sagtet ihr Choi? Beltrax unterbricht dich überrascht. Ich erinnere mich an diesen Namen. Er stand auf einem Grab in der Nekropolis, obwohl ich mich an nichts weiter darüber erinnern kann. Der Name ist nur deshalb in meinen Kopf hängen geblieben, weil mich das Grab ihn auf merkwürdige Weise hat sehen lassen. Ich kann es nicht erklären. Ihr müsst es selbst sehen. Denkt nur daran, die Luft anzuhalten. Er kratzt sich am Kinn. Ich erinnere mich, dass ich mich an diesen Tag einer meiner Memorialisten bei ihrer Runde angeschlossen hatte. Die besondere Markierung war in Grab 4221. Mhm. Es überrascht, dass ihr ein Grab kennt, welches ich nicht kenne, Beltrax. Aber gut, für unseren Freund, er strahlt. Leb wohl. Das kannst du mir über das Tal sagen. Es ist eine Art riesiger Friedhof, allerdings wirst du hier keine Leichen über der Erde finden. Nur in der Nekropolis findest du die wahren Gräber, doch dorthin gelangt man nur mit Hilfe der schwebenden Lichtbecken, die Minims genannt werden. Wenn man eines betritt, kommt man bei seinem Zwilling irgendwo anders wieder heraus. Wie lange sind die Kultisten schon hier? Sie kamen erst kürzlich ins Tal, vielleicht vor einem Monat. Oder auch erst vor ein oder zwei Wochen. Einige von ihnen sind vielleicht schon länger da. Ich weiß es nicht. Die Ankunft der Kinder erfolgte ziemlich still und leise. Nicht mit dem Radau, den sie jetzt machen. Erst vor einigen Tagen fingen sie an, durchzudrehen. Begannen, Leute zu entführen und abzuschlachten. Und nun, so geht es nun hier zu. Erzählt mir etwas über euch. Laut ausgesprochen klingt es peinlich, aber ich kam hierher, um mit einem Zauberernamen nach einem sagenhaften magischen Brett zu suchen. Er zuckt mit den Schultern. Den Zauberer habe ich noch nicht getroffen, dafür aber eine Memorialistin. Sie hat mir von ihrer Arbeit hier erzählt, dass das hier, dass sie jenseits sei, dass die Namen, die wir im Leben trugen, im Tal, in den Toten, Namen der Toten, die sie die Wahrheit, wahrhaft Lebenden nannte, verborgen seien. Ich muss zugeben, das war so ziemlich der größte Mumpitz, den ich je gehört habe. Aber danach hat sie etwas gesagt. Schatten fallen, wo und wie sie wollen, soll heißen, wenn wir Schatten anderer Leben sind, dann können wir genauso wenig kontrollieren, was wir sind, wie unser eigener Schatten. Das hat mich beeindruckt. Was, wenn sie recht hat? Er nimmt eines der Medaillons von seinem Bandelier und öffnet ihn. Darin ist ein leuchtendes Bild einer Frau. Er betrachtet es sehnsuchtsvoll. Was, wenn sie noch lebt, irgendwo? Was, wenn das hier gar kein Leben ist? Wenn ich nur ein Schatten bin, der darauf wartet, ins Licht zu treten? Was, wenn sie dort auf mich wartet?
Ich weiß, es klingt absurd. Von außen betrachtet sieht es bestimmt so aus. Aber denk mal darüber nach. Die Welt ist flach und kalt und leer. Er sieht wieder das Bild der Frau an. Es fühlt sich richtig an, an ein anderes Leben zu glauben. An ein Leben, das sich zu leben lohnt. Er schließt das Medaillon wieder. Also habe ich mir immer mehr Wissen angeeignet. Oronos hat mich durch das Tal geführt, als dieser Kaker uns, als diese Kaker uns überraschten. Wir krochen in ein Grab hinter diesen Brettern und den Rest kennst du ja. Habe ich anscheinend vergessen mitzureden. Ja, okay. Dann geben wir mal dem Typen hier die Maske. Ja, ich könnte diese Maske haben, die ich gefunden habe. Der Klumpen streckt seine deformierten Arme aus und nimmt dir die Maske ab. Die drei Gesichter rangeln sofort um die Kontrolle über die Arme der Kreatur. Jedes will die Maske einem der anderen beiden aufsetzen und sie verlieren vorerst jedes Interesse an ihr. Gib sie mir! Nein, mir! Setz sie schon auf! Tulk-Schnüffler! Du schon wieder? Was für Unsinn kommt jetzt? Erzähl mir nochmal von der Maske. Sie gehört uns, uns! Wir werden sie benutzen, um die wahre Form der Dinge zu sehen. Was seid ihr nochmal? Du Schwätzer, du Simpel, du sabberner Ignorant, wälzt dich in deinem eigenen Skist und nennst es Parfüm. Denkst du wirst... Du denkst, wir wissen nicht... Da ist das Komma falsch gesetzt. Was du vorhast? Wir sehen genau, was du tust. Toll. Mal Erfahrung bekommen, aber sonst nichts. Die ist gestiegen. Fähigkeit verbessern. Was ist denn Heilen überhaupt? Pro geheilter Stufe, wenn eine Heilungsfähigkeit, ein Heilungsgegenstand. Ach so, wir könnten die... Der die Heilungsgegenstände geben und dann kann die die anderen heilen. Aha. Ja, komm. Kann man sowieso nicht verstehen. Okay, dann gehen wir mal. Der dieser Heilgegenstände. Da müssen wir gleich nochmal gucken. Untersuche Aref nochmal. Ne. Ja, dann. Achso, wir könnten einfach hier wieder reinhüpfen. Wobei, wir könnten auch jetzt mal das hier nutzen, um uns... Na ne, aber noch nicht. Ja. Ja. Dann werden wir mal diese Maschine benutzen.
Dieser Sockel wird von einem schimmernden Kraftfeld verdeckt. Es scheint von einem kleinen Apparat im Inneren des Feldes ausgestrahlt zu werden. Das muss das Flüsterschloss sein. Darin befinden sich auch mehrere Knöpfe rund um eine Drehscheibe. Solange das Flüsterschloss aktiv ist, kannst du diese jedoch nicht erreichen. Uni. Making a note. Mit einem Windhauch, das einem Auftrag abgeschlossen. Das Rätsel des Wächters. Wärters. Abgeschlossen. Mit einem Windhauch, das einem Seufzen ähnelt, zersplittert das schimmernde Kraftfeld in glänzenden Lichtscherben. Die Steuerung im Inneren ist nun zugänglich. I'll remember that. 5 Tasten sind auf dem zentralen Feld aneinandergereiht. Eine nicht entzifferbare Anzeige glüht an der Unterseite, an der sonst eine 6. Taste wäre. Eine Zahl wurde jedoch jeweils grob in die Oberfläche der 5 Tasten graviert. Kennst du noch den Code für das Grab der Ersten? Jetzt ist die Zeit gekommen, um ihn zu benutzen. Drücke die Tasten zufällig. Gib den Code zu einem Ort ein, den du bereits kennst. Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, was das für Dinger waren. Besuche es mit der Zahl, die sich in der Notiz der toten Memorialistin namens Namja befand. Weggehen. Jetzt habe ich bei den ganzen Codes nicht dazu geschrieben, was das für welche waren. Gib irgendeinen anderen Code ein. Wir machen das einfach manuell. 1, 5, 3 und 5. Als das 4. Feld beleuchtet wird, bildet sich ein Energiefeld um dich herum. Ein angespanntes, saugendes Gefühl zieht an deinen Gedärmen, als du plötzlich woanders wiederfindest. So, okay. Aha. Die Weisheit des Phönix. Okay, schreibe ich mal gerade auf. Phönix. Dieses beinahe menschliche Gesicht wurde so gehauen, dass es aussieht, als würde es aus dem Steinboden kommen. Als du näher kommst, beginnt sich sein Mund plötzlich zu bewegen. Es spricht in einer fremden Sprache. Du spürst eine leichte Berührung deines Geistes. Das Gesicht spricht weiter. Verändert Tonlage und Schwingungen seiner Worte und nähert sich einer gemeinsamen Sprache an. Das Gewirr der Töne wird schnell zu einer verständlichen Sprache und das Gesicht wird menschlicher. Du erkennst das Gesicht. Es ist das von Phönix, dem geheimnisvollen Mann im Tal. Die Stimme ist überraschend angenehm und herzlich. Ich bin Phönix, Sucher des Wissens, Freund der Weisheit, Bezweifler der Wahrheit. Ich fand Wege, um Raum und Realität zu krümmen. Doch es war nicht genug, um mir den Tod vom Leibe zu erhalten. Wenn du diese Botschaft hörst, bedeutet das, dass mir ein Teil meines Geistes fehlt. Ich habe mit ihm kommuniziert und fühle seine Präsenz ganz in der Nähe, doch er kommt nicht zu mir zurück. Die Stimme verstummt und mit ihr verschwindet auch die Erinnerung an ihre Sprache. How high that highest candle lights in the dark. Die Namensplakette lesen. Da fühlt Berlekamp verlassen. In honor of nearly 100,000 souls who gave willingly and bravely to this world, it is a monument carved from their torment, from their dreams to yours. Die Namensplakette lesen. The believer's cenotaph. Uh-huh. Die Konsole hier ähnelt der am Eingang der Nekropole. Es gibt 5 Tasten, jede mit einer eingravierten Zahl. Gravierte die Memorialistin diese Zahlen in jedes Grabmal? Doch es gibt auch noch andere Tasten. 6 Randtasten umgeben die beleuchteten Tasten mit den Gravierungen. Jede der Tasten ist mit einem Pfeil versehen, der von der Mitte weg zeigt. Das kleine Feld in der Mitte leuchtet ebenfalls. Wenn du die beleuchtete
Symbole richtig deutest, befindest du dich derzeit in Grabmal 1535. Deine der mit einem Pfeil versehenen Tasten. Die äußeren sechs leuchtenden Tasten umrahmen die inneren Segmente, wobei jede Taste auf eine Seite des Feldes ausgerichtet ist. Jede Taste ist mit einem Pfeil versehen, der nach außen zeigt. Die linke Taste mit dem nach links oben gerichteten Pfeil. Moment, jetzt muss ich mir mal visualisieren, wie das aussieht. Das ist links. Drücke die obere Taste mit dem nach oben gerichteten Pfeil. Achso, obere links, untere rechte Taste mit dem nach unten. Ja, okay, das passt natürlich. Aha. Das ist im Endeffekt eine dreidimensionale Grabkammer. Mit Hexfeldern. Oder wir können die Hexdinger... Das ist nicht dreidimensional. Ja doch, dreidimensional ist es auf jeden Fall. Wir haben ja eine obere Ebene. Man kann ja sehen, dass wir hier oben sind. Es gibt aber auch keine, die hier nebeneinander... Ich meine, das Höchste, was wir hier haben, sind 5. Aber es gäbe ja immer noch 5 mal 5 mal 5 mal 5 Kammern, wenn das so wäre. Das, so viel wird das ja nicht sein. Sieh dir die anderen. Ich drücke einfach mal, drücke die, ja, wir können nicht einfach nach links, sondern wir können nur quer. Ja. Untere rechte Taste mit dem nach rechts unten gerichteten Pfeil. Boah. Sobald du die Taste drückst, umgibt dich ein Energiefeld. Du spürst das gleiche angespannte, saugende Gefühl an deinen Gedärmen. Und dann... Es gibt 5 Tasten, jeweils mit einer eingravierten Zahl. 6 Randtasten umgeben die geschnitzten Tasten, jeweils mit einem Pfeil versehen, der von der Mitte wegzeigt. Das kleine Feld in der Mitte leuchtet ebenfalls. Wenn du die beleuchteten Symbole richtig deutest, befindet sich derzeit ein Grabmal. Okay, dann machen wir mal gerade. Sagen wir einfach mal, immer besser mal einen Bleistift statt den Kugelschreiber. Und einen Radiergummi habe ich hier auch irgendwo vergraben. Da. Also wir sind in 1, 5, 3, 5 gewesen und ich bin nach rechts unten gereist. Und da bin ich jetzt in 1, 5, 4, 1 rausgekommen. Mhm. Okay, weggehen. So, dann gucken wir uns hier mal um. Jan Amos Borsodi. Einer Eye the Traveler. Das sind wahrscheinlich einfach Kickstarter-Sachen. Spunkbomb. Einst war hier eine Grabinschrift, aber die Zeit scheint sie abgetragen zu haben. Die Namensplakette lesen. Sir Dan. Die Grabinschrift erneut lesen. Es war hier eine Grabinschrift, aber die Zeit scheint sie... Ne. Ein mit Pfeil versehenen Tasten. Wenn wir jetzt nach oben links gehen, dann sollten wir ja eigentlich wieder zurückkommen. Ja. Ja, genau. Gib irgendeinen anderen Code ein. Mit Pfeil versehenen Tasten. So, wir gehen jetzt von hier aus nach oben rechts. Die oben rechte Taste mit dem nach rechts oben gerichteten Pfeil. Sobald du die Taste drückst, umgibt dich ein Energiefeld. Du spürst das gleiche angespannte Blabla. Okay.
Ja, man kann zumindest sehen, dass wir hier über dem anderen Raum sind, wo wir eben drin waren. Sean, Klinger, Benton, Wilson. Ja, also mich würde es wundern, wenn das nicht Kickstarter-Bäcker sind. 1, 4, 4, 1. Aber ich will halt gucken, dass, ob wir hier ein System finden. Mit einem Pfeil versehenen Tasten. Dann gehen wir jetzt mal wieder nach rechts unten. Untere Taste mit dem nach links, mit dem nach rechts unten gerichteten Pfeil. Oha. Silver, die geheimnisvolle Humanoide schimmert und wechselt in einem Augenblick zwischen verschiedenen Versionen seiner selbst. Die Bewegung war so schnell, dass du deinen Sinnen kaum traust. Das schwarzgewandte Wesen bewegt sich langsam und mit Bedacht. Seine Augen sind wie matte, graue Juwelen in einem ausdruckslosen Gesicht. Du spürst eine im Zaum gehaltene Bösartigkeit von ihm ausgehen. Deine Stimme ist tief und ausdrucksvoll. Ich bin Silver. Hatten wir den nicht schon mal? Du bist ebenfalls auf der Suche, ja? Tantalum hat mich losgeschickt, um die Geheimnisse des Tals zu erforschen. Ich rieche den Wunsch an dir, aber nicht seine Erfüllung. Ich habe viele von ihnen untersucht und eine Menge gelernt. Tantalum hat gesagt, ich würde hier Geheimnisse lüften und er hat recht. Suche weiter und deine Mühen werden belohnt werden. Was seid ihr? Sie flüstert, Kalistich flüstert zu dir. Seine Ichs sind nur Illusionen, keine echten Wellen in der Realität. Ihretwegen brauchst du ihn nicht zu fürchten. Ich bin ein Akolyt, ein Wissenssucher, ein Verschlinger von Artefakten, ein Stolpernder auf dem Pfad zur Wahrheit. Seine Augen glänzen. Eine Antwort auf das Unbeantwortbare. Du glaubst Tantalum also? Natürlich, in dieser Nekropolis liegt das gesamte Wissen der Menschheit und von anderen begraben. Es ist nur eine Frage der Zeit und Mühe, die man investiert, bis man Antworten findet. Sag mir noch einmal, was ihr hier macht. Was hast du in diesen Gräbern gefunden? Sein seltsames Gesicht nimmt verschiedene Formen an. Wahrheiten der alten Welten offenbaren sich mir. Geheimnisse der Zeit und der Wirklichkeit. Die Bewegung von Teilchen zu kleinen, um sie wahrzunehmen. Das Fundament von allem, doch nicht Teil meiner Wahrheit. Leb wohl. Zauber, the well endowed. Mhm. Ja gut, er wird dann werden auch noch Namen sein. Wir sind wo? 1, 5, 4, 2. Das System verstehe ich noch nicht. Aber wenn wir nach links unten gehen, dann sollte man nach 1, 5, 4, 1 kommen. Untere linke Taste nach links unten gerichteten Pfeil. Ja. Dann gehen wir von hier aus mal nach rechts unten. Bainsword. Osym 23. Dulzin. Es gibt 5 Tasten, bla 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 bla. 2, 1, 4.
Eins. Okay. Wir gehen mal nach rechts oben. Obere Taste mit dem nach oben rechts. Ja. Hiro, dieser Mann ist in roten Roben gekleidet und hat seine Pfeife in der einen Hand und einen Stab in der anderen. Mehr kannst du über ihn nicht sagen. Ist er ein müder Reisender, ein Reliquienjäger? Vielleicht sind Pfeile und Stab alte Familienerbstücke. Eines steht außer Frage, sein angewiderter Gesichtsausdruck. Du siehst mir aus wie ein Entdecker, lass mich raten, Tantalum hat sich auch hier runtergeschickt, nicht wahr? Etwa auf der Suche nach Hiro? Nun, du hast mich gefunden. Er verzieht das Gesicht. Tantalum, dieser Drick, dieser aufgedunsene Lagfresser, dieser schuppige Tulk. Ich wette, das macht er mit allen so. Schickt die Leute auf die Jagd nach Schätzen, verspricht ihnen geheimes altes Wissen und lacht sich dann krumm und scheckig über die Trottel, die ihm auf den Leim gehen. Hiro. Was tust du hier? Ich bin Entdecker, Reliquienjäger, Theoretiker und nun offensichtlich auch der Mann, der wegen eines dummen Streichs dieses Kräftfressers Tantalum die von seinen Geldgebern gesetzten Fristen versäumt hat. Du kennst Tantalum auch? Leider, schnaubt er. Ich war dabei, eine Theorie über gewisse gravitationskrümmende Zivilisationen zu vollenden, doch Tantalum hat mich abgelenkt, indem er behauptete, ich würde die Antworten auf offene Fragen finden, wenn ich nur genug Gräber lese. Also ja, ich kenne ihn, den Bastard. Wie viele Gräber hast du gelesen? Nicht genug, wenn es nach Tantalum geht, er lacht. Viel zu viele, wenn es nach mir geht. Hast du bei deinen Entdeckungen etwas gefunden? Aha. Kräft, Skist. Anders ausgedrückt, nichts und nochmal nichts. Er hält einen Finger hoch. Ganz stimmt das nicht. Ich fand diesen wertlosen Müll in einem Grab. Bestimmt hat es ein anderer Einfallspinsel, der Tantalum auf den Leim gegangen ist, dort verloren. Wertlos. Kannst dich mal zerlegen und die Einzelteile verkaufen. Er wirft dir den Gegenstand zu. Hier, eine Erinnerung daran, nicht jedem alles zu glauben. Aha. Innerhalb der endlosen Schleife dieses seltsamen Destillierkolbens schäumt, raucht und schießt eine Flüssigkeit anschließend in den Kochbecher zurück, in dem alles begann. Du kannst den Pfad, dem diese Substanz folgt, kaum nachverfolgen. Es scheint beinahe, als sei es gar keine Flüssigkeit, sondern eher eine Art von Organismus, der endlos und qualvoll innerhalb der unzerbrechlichen Grenzen des Geräts transmutierte. Obwohl ich zugeben muss, dass ich zumindest etwas gelernt habe. Er verzieht das Gesicht. Und zwar, dass der Tod unvermeidlich ist und Tantalum ein Betrüger. Und dass der Tod immer näher kommt, während ich meine kostbare Zeit mit seiner dämlichen Aufgabe vergeude. Also sonst noch etwas gefunden? Nein, außer der Erkenntnis, dass der Tod mit jedem Augenblick näher kommt. Und das Leben fliegt geradezu an einem vorbei, wenn man seine Zeit mit Tantalums sinnlosen Aufgaben verschwendet. Gut, leb wohl. Wenn mir Tantalum noch einmal über den Weg läuft, erfährt er am eigenen Leib, wofür Gräber gut sind. Dafür werde ich sorgen. Er zieht zornig an seiner Pfeife. Weißt du was? Ich gehe ihn jetzt gleich suchen. Er macht sich auf den Weg, begreift, dass du mit ihm gesprochen hast und bleibt wieder stehen. Er dreht sich um. Entschuldigung, es ist ja nicht deine Schuld. Leb ebenfalls wohl. Damit stürmt er endgültig aus dem Raum. Sie lacht leise. Elegan würden diesen Mann gern haben. Mhm. Wir sind wo? 1543. Mhm. Interessant ist jetzt hierbei, dass wir den vorher noch nicht gefunden haben. Also den Code 1543 ist neu. Und trotzdem ist hier was drin gewesen. God is dead. Namensplakette lesen.
Cassandra Kusangi. Andy Libecki. Sean und Chantal Rickert. Joshua Stingel. Und Bravier Delanis. So, also Hiro war in 1, 5, 4, 3 gefunden. Okay. Pfeil versehene Tasten. Machen wir mal oben links, dann sollten wir eigentlich wieder zu einem Raum kommen, wo wir schon waren. Und zwar nach 1542. Ja. Okay, dann gehen wir wieder nach rechts unten. Unsere rechte Taste. Dann gehen wir wieder zurück. Noch 1, 5, 4, 3. Und gehen jetzt von hier aus nochmal nach rechts unten. Ja, mit einem Pfeil versehene Tasten. Unsere rechte Taste. Ja. Da kann man interagieren. Naja, Bernhard Fabian. Richard Helvers Raid. Andy Lynn. The Infamous Jay. Und Nick Myers. Clifford Kuhn. Toll. 2144. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt hier so weit unten, dass es mit Zweien ist. Mit einem Pfeil versehenen Tasten. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ob ich das jetzt nicht ein bisschen ungünstig geschrieben habe. Ja, muss ich ein bisschen mehr Platz machen. So, mit dem nach links unten gerichteten Pfeil. Aha, du triffst erneut den seltsamen Humanoiden, der sich Silver nennt. Er wirkt jedoch anders, aufgebracht. Mehr Gräber, mehr Tantalo, mehr Suche. Unter seinem ruhigen Ton brodelt Frustration. Muss suchen, muss wissen. Das Wissen dreht sich um und schlägt wiederholt mit dem Kopf gegen die Wand des Grabes. Muss, muss. Geht es dir gut, Silver? Silver, ein Sucher, ein Fluch, eine Frage, die eine Antwort sucht. Besessen, sie zu finden. Wovon redet ihr? Ein Mensch. Ein zwischen Zeit und Wissen zerrissener, ein Mensch. Ja, kein Konstrukt, keine Hülle. Ein Geist in einer Hülle. Hat Tantalum dir etwas angetan? Nein, Tantalum, er ist der Entsender, der Geber, der Sterbliche, der Geheimnisse kennt. Er vergibt Aufgaben. Silver wirkt desorientiert. Er zappelt herum, als würde jemand anders seinen Körper kontrollieren. Was stimmt denn nicht mit euch? Ich verspüre einen Zwang, zu suchen, zu finden, zu wissen. Die Wahrheit wartet auf mich in diesen herumirrenden Insekten, makellos. Silver hält die Hand hoch. Nein, stopp, zu viele Fragen, der Drang wird größer, muss neues Grab finden. Er hält sich den Kopf, gefangen in Zahlen, gefangen in Primformen, durch Differentiale rollend, imaginär im Wesen, muss Grab finden. Er hält inne und reißt sich zusammen, seine Stimme ist nun ausdruckslos neutral. Ich muss los. Wie kann ich helfen? Etwas in deinen Worten, unter deiner Art, durchbricht die Gelassenheit auf Silvers Gesicht. Tantalum, flüstert das Wesen. Tantalum hat mich hierher geschickt, den Gräbern zu folgen, das Geheimnis zu finden, das mich erlösen wird. Silver schiebt sich zur Seite und stapft davon. Es kann jetzt sein, dass das Events sind, die nach einer bestimmten Anzahl getriggert sind, oder dass das in der spezifischen Kammer ist. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Die Oberfläche in dieser Inschrift
die in diese Inschrift eingraviert wurde, scheint verbrannt und geschwärzt worden zu sein. Der Text ist unleserlich. Namensplakette zu lesen. Ichigimichi verlassen. Guts. Smolle. So, wo sind wir hier gelandet? 2143. Weggehen. Ja, ich glaube, hier kann man schon einige Stunden drin verbringen, wenn man das alles dann sehen will. Wie sinnvoll das dann ist, ist die andere Frage. In jedem Fall scheint das nach unten. Wenn wir jetzt wieder nach unten, dann kommen wir wahrscheinlich zu irgendwas, wo eine 3 vor ist. Pfeilversehenen Tasten gehen wir jetzt wieder nach links unten. Untere linke Taste. Ich nehme an, dass da jetzt eine 3 vor ist. Aha. Ne. 2, 2, 4, 2. Dann gehen wir nach unten rechts. Stets nach unten. A wordplay lover, ridder of non-sequiturs with a troop of tropes, murdered by an unknown hand. Moros the Bard. Ist ja toll. Wo sind wir hier? 2243. So, gehen wir wieder nach links unten. Die untere Taste nach unten. Ne. Untere linke Taste nach links unten gerichteten Pfeil. Glera! Ciphers are killing me. Aha, du bist nicht sicher, ob du eben nur geblinzelt hast oder ob das Grab um dich herum irgendwie in einer anderen Realität umgeschwenkt ist. Es scheint sich nichts Entscheidendes verändert zu haben, außer ein zusätzlicher Cipher, von dem du sicher bist, dass er vorher noch nicht da war. Beschwört einen humanoiden Schatten, der an deiner Seite kämpft. Cool. Zwei, drei, vier, zwei. Moment. Zwei, drei, vier, zwei. Pfeilversehene Tasten. Wieder nach rechts unten. Wenn ich jetzt nach oben gehe, einfach nur nach oben, dann sollten wir nach 2242 kommen, richtig?
Es ist der geheimnisvolle Humanoide Silver. Er ist nicht mehr so aufgebracht wie zuletzt, doch sein Blick ist immer noch durchdringend. Er streckt die Hände zu dir aus, sie zittern. Du trägst den Talisman. Ich sehe ihn unter deiner Kleidung. Ich spüre ihn in der Aura, die dich umgibt. Lass mich ihn berühren. Ich flehe dich an. Gewähr mir diesen Wunsch. Was tut er? Es wird dir die Wahrheit sagen, mit mir Form geben, wird mir eine Offenbarung ermöglichen, ihn den Apparat benutzen lassen. Er reißt ihn dir aus der Hand und dreht ihn wieder und wieder in den Händen. Ja, die Schale wird genügen. Es sind nur einige kleine Anpassungen nötig. Er bearbeitet den Talisman zu schnell, als dass du erkennen könntest, was er getan hat. Da, damit sollte es Form haben, solange es ein Bewusstsein behält. Und nun? Er hält ihn an seinen Augapfel und Lichter beginnen seinen Kopf zu umschwirren. Flüssigkeit füllt die Fiole, Tränen fließen aus seinem Auge und Bänder leuchtenden Nebels weben sich rund um die Fiole. Er stellt den Cypher auf den Boden, er löst sich auf und einen Augenblick später steht ein neuer Körper vor Silver. Ein Mann mittleren Alters mit einem spitzen, neugierigen Gesicht. Silver tritt vor, mustert den Mann und berührt dann die Stirn dieses neuen Körpers. Ein Blitz durchfährt sie beide. Schale. Der neue Mensch schlägt die Augen auf und öffnet und schließt die Hände. Bewegt die Zehen, beginnt zu lachen, streckt sich und sieht in voller Größe, ohne Scham, nackt vor dir. Er umarmt dich in einer eleganten Bewegung und flüstert: Danke, danke, ich danke dir. Seit Dekaden war ich in diesem Körper gefangen. Er beherrschte mich und ich kämpfte dagegen an. Und dann fand ich Tantalum. Er gab mir, wenn vielleicht auch unwissentlich, den Schlüssel in die Hand, um die Tür zu öffnen, um Ablass zu finden. Diese Gräber, er sieht sich wehmütig um. Die Antworten sind hier. Er wendet sich wieder zu dir. Du hast mich gerettet. Dafür möchte ich dir etwas schenken. Ein Geschenk, dann muss ich weiter. Die Welt ruft mich. Was ist mit dir passiert? Ich suchte einst nach Wissen auf die Art der Alten. Ich wurde zum Nano ausgebildet und versuchte, mächtiger zu werden. Ich betrat die gefürchtete Flor bei Sargus Klippen und fand darin ein verlorenes Artefakt, die Körperform, die du hier vor dir siehst. Ich berührte sie und mein Geist fuhr darin ein und seine Schutzmechanismen hielten mich gefangen, ein Sklave seiner Bedürfnisse, ihm schaudert. Ich habe mich selbst verloren, meine Zeit, ich werde nicht darüber sprechen. Stattdessen sage ich dir, was ich dir für deine Hilfe anbieten kann. Diese Körperform ist vielseitig einsetzbar. Ich kann dir eine Waffe geben, die einem Gegner buchstäblich aus der Ferne das Blut aussaugt. Eine Cypher, die den Geist deiner Feinde angreift oder Kenntnisse über das Innenleben dieser abscheulichen Maschine, die ich mir in meiner Zeit in ihr angeeignet habe und die dir in Zukunft nützlich sein könnten. Was möchtest du haben? Bringe mir bei, was du gelernt hast. Er beugt sich vor und flüstert dir eine Reihe von Silben ins Ohr. Und obwohl sie für dich keinen Sinn ergeben, spürst du, wie sie neue Wege in deinem Geist freisetzen. Und bald darauf beginnt der Körper zu seinen Füßen zu Staub zu zerfallen. Fähigkeitsstufe im Grundwissen Maschinen hat sich um eins verbessert, derzeit die Fähigkeitsstufe ist ausgebildeter. Nun muss ich gehen. Die Welt wird wieder mit meinen eigenen Augen sehen. Frei sein. Er hopst geradezu davon. Magistier, aber da war ich doch schon, oder? Ja, genau. Na gut, dann werde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen. Und dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich die nächste Stunde auch noch hier drin verbringen. Und dann werde ich mal gucken, ob das noch sinnig ist oder ob wir einfach die Hauptstory weitermachen. Also die anderen Räume abklappern, die ich mir aufgeschrieben habe, die werde ich auf jeden Fall alle besuchen. Also denn, bis zum nächsten Mal.